As a child, I dreamed. Schon als Kind war es mein Traum, Ballerina zu werden. Deshalb habe ich ganz früh mit Ballettunterricht angefangen. Ich lernte, das Ballett immer an die erste Stelle zu setzen, dem künstlerischen Leiter bedingungslos zu gehorchen und der Ballettkompanie absolut loyal zu sein. Schließlich wurde mir klar, wenn man in dieser Welt Erfolg haben will, muss man beträchtliche Opfer bringen. Ohne geht es einfach nicht. So ein Leben macht weder zufrieden noch glücklich. Das Problem ist, dass man sich am Anfang von all dem Glanz und Glamour blenden lässt. Und wenn man endlich merkt, wo man da reingeraten ist, kommt man nur sehr schwer wieder raus. Ich erkläre es den jungen Leuten gerne so. Egal wie schön etwas auch erscheinen mag, du gerätst in ein Netz, auch wenn du die Fäden am Anfang gar nicht siehst. Und eines Tages wachst du auf und aus den Fäden sind Seile geworden. Seile, aus denen du dich nicht so leicht wieder befreien kannst. Du bist Satan in die Falle gegangen und hast es noch nicht einmal gemerkt. Ballett ist Selbstdisziplin und die zu lernen war gut. Ich musste nur herausfinden, wie es mir gelingt, sie in anderen Bereichen des Lebens einzusetzen. Ich musste mich in ein neues, ungewohntes Leben einfinden. Das war die Herausforderung. Mein Mann und ich waren bis 1987 im Bethel. Wir waren froh, dass Jack schon Arbeit gefunden hatte, als wir das Bethel verließen. Ich konnte aus gesundheitlichen Gründen leider nicht arbeiten. Ungefähr 5 Monate lang konnte ich das Bett nicht verlassen. Als es mir endlich etwas besser ging, war ich entsetzt, wie viele Arztrechnungen noch zu bezahlen waren. Also habe ich all meine Kraft zusammengenommen und einen Teilzeitjob besucht. Natürlich haben Jack und ich die ganze Zeit viel gebetet. Und wir haben nie gezweifelt, dass Jehova sich um uns kümmern würde. Irgendwann habe ich dann eine gute Stelle in einer Anwaltskanzlei gefunden. Und da habe ich 30 Jahre gearbeitet. Ich kann nur sagen, Jehova hat mich wirklich gesegnet. Ich glaube, er hat mich für meine Anstrengungen belohnt. Dafür, dass ich nicht aufgegeben und keine Kompromisse gemacht habe. Als ich gemerkt habe, dass ich bei meiner neuen Arbeit immer besser wurde, habe ich zu Jehova gesagt: Jehova, ich habe da was Neues gelernt und das würde ich sehr gerne für dich einsetzen. Eins kam zum anderen und ich durfte als Pendler in der Rechtsabteilung im Bethel mithelfen. So ungefähr 11 Jahre, nachdem Jack und ich das Bethel verlassen hatten, wurde ich auf einmal wieder krank. Die gleiche Sache wie vorher. Ich habe ganz schnell Gewicht verloren und war völlig entkräftet. Es stellte sich heraus, dass ich an Zöliakie leide. Ich habe dann meine Ernährung umgestellt und es wurde sofort besser. Ich war bis 2014 in der Kanzlei. Dann sind mein Mann und ich in Rente gegangen und in eine andere Gegend gezogen. Jetzt bin ich zeitweiliger Helfer fürs Bethel. Wenn du dich für die Welt einsetzt, bist du ausgebeutet. Aber meine Erfahrung ist, wenn du dich für Jehova verausgabst, kannst du nur gewinnen. Jehova und du, was könnte besser sein? Und du lernst Jehova erst so richtig kennen, wenn du dich auch von ihm gebrauchen lässt. Ich durfte im Dienst für Jehova ganz viele wunderbare Dinge erleben. Keine Karriere in dieser Welt hätte mir das auch nur annähernd bieten können. Und wir haben gerade einen Clip gesehen von Elizabeth Barnell, die ja schon mal 1983 einen Erwachet-Artikel hatte, einen vielseitigen, über ihre Lebensgeschichte als Ballerina und warum sie eine Zeugin Jehovas geworden ist. In dem Broadcasting wurde uns hier eine neue Serie vorgestellt, in welcher sie im Grunde genommen alte Geschichten nochmal neu betrachten bzw. schauen, was aus diesen geworden ist. Was wurde eigentlich aus? Und wenn wir uns den Erwachet von 1983 mal anschauen, das ist hochinteressant, diese Frau scheint das Ballett wirklich geliebt zu haben. Ich meine, zu den Zeiten waren Wachtung und Erwachet noch 32-seitig und kam 2-mal im Monat raus. Also das waren noch richtige Hardcore-Zeiten. Und sie erschreibt hier über fast 5,5 Erwachet-Seiten, wie sie als Ballerina gearbeitet hat, beziehungsweise wie sie eine Ballerina geworden ist. Sie hatte wohl die volle Unterstützung ihrer Eltern
Und hatte dann ziemlich früh erkannt, dass hauptsächlich nicht nur der Körper, sondern der Geist erzogen werden muss, um eine gute Ballerina zu sein, um super diszipliniert zu sein. Boah, hochspannend. Sie scheint wirklich eine liebe Frau zu sein, die übrigens auf einem Auge blind ist. Das sieht man in dem Broadcasting-Beitrag hier gar nicht und wird auch gar nicht erwähnt. Sie ist wohl mal angegriffen worden, beziehungsweise überfallen worden und verprügelt und hat aufgrund dessen später ihr Augenlicht auf einer Seite verloren. Sehr interessant fand ich diesen Teil von ihrem Broadcasting, wo sie sagt: Ich erkläre es den jungen Leuten gerne so. Egal wie schön etwas auch erscheinen mag, du gerätst in ein Netz, auch wenn du die Fäden am Anfang gar nicht siehst. Und eines Tages wachst du auf und aus den Fäden sind Seile geworden. Seile, aus denen du dich nicht so leicht wieder befreien kannst. Und ich wünschte, sie würde hier ihren eigenen Rat folgen. Ja, denn aus meiner Sicht hat sie sehr gut erkannt, dass wenn Dinge zu schön sind und dass man sich drin verstricken kann. Ja, und für sie, sie hatte ja eine Tanzleidenschaft, wie sie selbst sagte. Also das ist bis heute ihr Ding. Und sie schreibt ganz zum Schluss von diesem Erwachet-Artikel in 83. Das Wichtigste, was ich jetzt tun kann, besteht darin, anderen von der künftigen paradiesischen Erde zu erzählen. Dort werde ich für immer die Gelegenheit haben, nach Herzenslust zu tanzen, und zwar ohne den Schmerz und die Frustration, die ich in diesem System erlebt habe. Voraussichtlich werde ich dann sehr viel tanzen, so wie König David es einmal bei einem Anlass der Freude tat. Ich hoffe, du wirst dann da sein, um mit mir zu tanzen. Diese Frau hat ihren Lebenstraum aufgegeben gegen eine Seifenblase. Sie ist in eine Sekte gerutscht und hat jetzt 37 Jahre, nachdem dieser Artikel hier geschrieben wird, gibt sie jungen Menschen Rat, ja, dass man sich schnell in Dinge verstricken kann, die zu schön sind, um wahr zu sein. Und sie selbst hat nicht gemerkt, dass sie sich in eine Sekte verstrickt hat, die ihr Träume vor die Augen stellt mit einem ewigen Paradies, wo sie ja hier schon schreibt, die zu schön sind, um wahr zu sein und die nicht der Realität entsprechen. Aber hat das bis heute leider nicht verstanden. Sehr traurig. Sie lebt daher, wie ich finde, in einer Traumawelt und hat ihre eigene Authentizität und ihre Leidenschaft, da meine Hände, Authentizität und Leidenschaft, eingetauscht gegen eine Lüge. Sehr, sehr traurig. Interessant fand ich in ihrem Beitrag auch folgenden Abschnitt. Mein Mann und ich waren bis 1987 im Bethel. Wir waren froh, dass Jack schon Arbeit gefunden hatte, als wir das Bethel verließen. Ich konnte aus gesundheitlichen Gründen leider nicht arbeiten. Ungefähr 5 Monate lang konnte ich das Bett nicht verlassen. Als es mir endlich etwas besser ging, war ich entsetzt, wie viele Arztrechnungen noch zu bezahlen waren. Also habe ich all meine Kraft zusammengenommen und einen Teilzeitjob besucht. Und zwar fand ich das interessant, weil sie, als sie aus dem Bethel kam, krank war. Also sie war so krank, wahrscheinlich ist sie schon im Bethel krank geworden, vermute ich mal, als dass sie das verlassen hätten, weil außer Schwangerschaft, Krankheit oder dass man woanders hingeschickt wird, verlässt man das Bethel in der Regel nicht. Als sie 87 aus dem Bethel kam, war sie so krank, dass sie 5 Monate das Bett nicht verlassen konnte. Und sie waren finanziell nicht mehr so gut gestellt, wie sie selbst sagte, weil ansonsten wären ja nicht so viele Arztrechnungen offen gewesen. Das hat mir sehr zu denken gegeben, weil in ihrem Bericht hier, den ich gelesen habe von 83, schreibt sie ganz klar: Nach der Highschool hatte ich eine Ganztagsstelle als Sekretärin und verwendete außerdem noch 45 bis 50 Stunden in der Woche für Übungen, Proben und Aufführungen. Obwohl ich von meinen Einkünften als professionelle Tänzerin hätte leben können, wollte ich die zusätzliche Arbeitsstelle behalten, um mehr Geld sparen zu können. Also sie war mega diszipliniert und auch offenbar sehr sparsam und sehr zukunftsorientiert. So dass sie eine Ganztagsstelle hatte als Sekretärin, das sind ja auch 40 Stunden Woche, plus nochmal 45 bis 50 Stunden das Tanzen pro Woche, um einfach abgesichert zu sein für die Zukunft. Es sei dazu gesagt, dass sie erst in späteren Zeiten eine Zeugin Jehovas wurde. Sie ist als Nichtzeugin aufgewachsen
und ist dann in San Francisco dieser Sekte verfallen. Aber das zeigt mir, dass sie schon immer sehr solide war, sicherheitsorientiert. Und wie kann es dann sein, dass sie in Bethel in New York war, dass sie 87 verlassen hat, völlig krank und finanziell ruiniert? Wie ist das möglich? Also ich weiß selbst aus einer ehemaligen Versammlung, wo ich war, wo zwei junge Schwestern ins Bethel gingen, auch leibliche Schwestern, nach und nach, die dann kurze Zeit später wiederkamen, weil sie ebenfalls krank wurden, obwohl sie jung und in ihrer Kraft waren, kamen sie doch psychisch und daraufgehend dann auch physisch krank wieder raus. Was passiert da in Bethel? Dass es immer wieder dazu kommt, dass Menschen sehr, sehr krank dort werden, emotional und dann auch physisch. Seltsam, seltsame Geschichte, wie ich finde. Interessanter Hinweis auch, was sie jetzt macht und was sie damals schon gemacht hat. Dann sind mein Mann und ich in Rente gegangen und in eine andere Gegend gezogen. Jetzt bin ich zeitweiliger Helfer fürs Bethel. Eins kam zum anderen und ich durfte als Pendler in der Rechtsabteilung im Bethel mithelfen. Und das hatte mir doch sehr zu denken gegeben. Ihr Wunsch war ihre Fähigkeit als Rechtsanwaltgehilfin, wenn ich das richtig verstehe. Sie war Sekretärin, dann hat sie beim Rechtsanwalt gearbeitet. Ihr Wunsch war, diese Fähigkeit für Jehova einzusetzen, weswegen sie jetzt in der Rechtsabteilung arbeitet, beziehungsweise als externe Beraterin. Nur ganz kurz, um das zu verstehen. Die Rechtsabteilung in Bethel ist die Abteilung, die für die Rechte dieser juristischen Person, der Jehovas Zeugen bzw. der Wachtumgesellschaft, eintritt. Und deren Interesse natürlich wahrt, was ja alles erstmal legitim ist. Allerdings, wie wir in diesem Beitrag hier gesehen haben, Zeugen sagen aus, scheut sich die Rechtsabteilung auch nicht davor, nachgewiesene Missbrauchsfälle durch Mitglieder von Zeugen Jehovas im Schutzrahmen der Organisation, die passiert sind, wie es in Australien war, wo Hunderte, fast Tausende von Kindern über Jahrzehnte immer wieder missbraucht wurden und das nachweislich von den Behörden festgestellt wurde, dass dieses im Schutzrahmen der Organisation passierte. Und die Rechtsabteilung hat die Aufgabe, all diese Haftungsfragen von sich zu weisen und sich mit Händen und Füßen dagegen zu wehren, dass diese geschädigten Personen, diese Überlebenden, die Missbrauch erlebt haben, ja, durch diese Organisation bzw. durch Mitglieder dieser Organisation, ja, um die Haftung, die dadurch entstanden ist oder die der Staat ihnen zugesteht, um sich dagegen zu wehren. Das ist eine Aufgabe der Rechtsabteilung, sich mit Händen und Füßen gegen Haftungsfragen zu wehren und Rechtsfolgen abzuwehren. Ja, also die Rechtsabteilung ist im Grunde genommen wie eine Wand, ja, die zwischen einem geschädigten Opfer steht und der Gerechtigkeit, dass diesem Opfer widerfahren könnte. Ja, so wie es in Australien versucht wurde, durch diesen Wiedergutmachungsfonds den Opfern das Trauma nicht noch einmal durchleben zu müssen und so direkt Therapie zu bekommen und diese bezahlt zu bekommen, weil das ist ja auch teuer. Ja? Und unsere Elizabeth Barnell ist stolz darauf, ein Teil dieser Mauer zu sein. Ja, sie geht noch weiter. Sie ist stolz darauf, eine Sklavin für Jehova zu sein und empfiehlt es jungen Menschen, doch auch so einen Lebensweg zu gehen. Wenn du dich für die Welt einsetzt, bist du ausgebeutet. Aber meine Erfahrung ist, wenn du dich für Jehova vorausgabst, kannst du nur gewinnen. Hier merkt man mal wieder, dass die Übersetzungsabteilung in Selters alles durch den Weichspüler ein bisschen haut für die deutschen Zuhörerschaften. Denn die Elizabeth sagt im Englischen ganz klar, dass sie a slave for Jehovah ist, also eine Sklavin für Jehova. Das ist ja auch ein Terminus, der in der Bibel immer wieder benutzt und gebraucht wird und auch in einigen Broadcasting-Episoden gesagt wird. Aber im Deutschen wird es nur wieder gegeben, damit man sich für Jehova verausgabt. Ja, das gibt doch ein ganz, ganz anderes Bild. Aber die Elizabeth möchte gerne weiterhin eine Sklavin für Jehova sein. Sie scheint mir wirklich eine nette Dame zu sein. Aber hier Werbung für eine Sekte zu machen, obwohl sie verstanden hat, wie schnell man sich in Dinge verstricken kann, ja, die schön sind, um wahr zu sein. Und selbst hat sie es nicht gemerkt, dass sie sich in eine Sekte verstrickt hat und die Träume oder das Trauma von 8 Männern mit auslebt, da etwas hinterherrennt und auf etwas hofft, das leider nie kommen wird. In diesem Zusammenhang ein kurzer Hinweis.
Guck doch mal, wie oft das Wort Paradies in der Bibel vorkommt. Ja? Spoiler Alert. 3-mal. Und nur ein einziges Mal bezieht es sich auf etwas, wie Jehovas Zeugen es interpretieren. Sehr, sehr traurig. Also es ist so, sie ist stolz, eine Sklavin zu sein. Eine Sklavin in der Rechtsabteilung einer Organisation, die Kindesmissbrauch vertuscht auf einem industriellen Niveau, wie wir es in Australien gesehen haben, mit den vielen, vielen Fällen, und die sich mit Händen und Füßen gegen eventuell oder gegen Rechtsansprüche wehrt. Und ich finde, das ist überhaupt kein gutes Vorbild für junge Menschen, so ihr Leben zu leben und die Träume und die Authentizität einzutauschen und aufzugeben gegen die Träume einer Sekte.